Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Kultur in Pirna. Wir möchten heute in Erfahrung bringen, welche kulturellen Highlights denn 2009 im Herbst auf die Pirnerinnen und Pirner warten. Dazu sind wir in die Altstadt gegangen und wollen hier direkt mal nachfragen. Tja, was ist denn hier los? Ach, endlich mal ein Mann, der sich für meine Probleme interessiert. Wir haben gerade geheiratet und die blöde Kuh hat wieder am Ehering gespart. Den kriege ich doch nie über meine Pfote drüber. Tja, bei euch haben gerade die Hochzeitsglocken geläutet. Gibt es denn auch eine Hochzeitsreise, die vielleicht was mit Kultur zu tun hat? Ja, also die Hochzeitsreise, die machen wir an einem Tag, nämlich beim Locktoberfest. Da ist nämlich Kultur und Party auf den Punkt gebracht. Da haben wir uns nämlich das erste Mal getroffen. Wir möchten unsere Reportage jetzt fortsetzen und sind auf Pirnas beliebter Flaniermeile gegangen, der Donschen Straße. Wir möchten hier ebenfalls nochmal Passanten fragen nach ihren kulturellen Highlights im Herbst diesen Jahres. Hier kommt gerade ein Herr aus dem Salon. Darf ich Sie gleich mal fragen, was Sie denn mit Kultur am Hut haben? Si, va bene, viele habe ich mit der Kultur an die Hute. Ja? Na, weniger an die Hute wegen der schönen Frisur, die ich mir gerade habe machen lassen. Für die Grande Oktoberfeste an die 7.11. in die Hanno. Stimmt, ich habe im Internet ebenfalls gelesen unter lockfasching.de, man soll ja den Charakter der Veranstaltung mit seinem Äußeren mittragen. Si, 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 das machen alle meine Ragazzi damit so. Das ist eine wabene Veranstaltung, schöne Party an der 7.11. in die Hanno. Ja, vielen Dank für Ihre Eindrücke. Dankeschön. Si, grazie. Ciao, ragazzi. Ciao. Liebe Zuschauer, wir wollen jetzt einfach mal weitersuchen, ob wir noch Pirna und Pirnerinnen finden, die ebenfalls uns ihre kulturellen Highlights verraten. Weiter geht es mit unserem Beitrag zu kulturellen Highlights im eher trüben Herbst. Sag mal, wo geht's denn hier zum Hanno? Zum Hanno, die B172 lang, in der zweiten Kurve dann links und dann bist du schon am Hanno. Eigentlich nicht zu verfehlen, weil dort gibt es auch ein großes Geländertransparent mit dem Locktoberfest. Und parken kannst du direkt am Hanno, wenn du dort hochfährst oder wenn du ein paar Schritte laufen möchtest, dann unten an der Sportschwimmhalle und dann läufst du einfach die Treppen nach oben. So, ich habe nämlich eine Lieferung fürs Hanno, fürs Locktoberfest am 7.11. Mensch, Hannibal, grüß dich. Willst du ein Eis? Na klar. Ich kann euch jetzt schon alle riechen. Liebe Zuschauer, wir sind bei unserem Bericht Kultur in Pirna 2009 hier im Herbst. Wir haben einige Passanten in der Pirna Altstadt schon befragt nach ihren Highlights für den kulturellen Herbst in diesem Jahr. Und dabei sind natürlich schon tolle Erlebnisse aufgetaucht. Was ist denn hier los? Sie stören Filmaufnahmen. Achtung! Seitdem die neue Biene-Maja-Koalition regiert, werden Kriegsschauplätze aus dem Aus ins Inland verlagert. So haben wir hier auch einen Auftrag erhalten. Am 7.11. ist das Locktoberfest im Hanno. Um 20.00 wird subversives Partyvolk erwartet. Deshalb ist die Sicherheitslage auch als prekär einzustufen. Und dort sorgen wir dann mal für Ordnung. Verstanden? Rühren! Mensch, Bellmann, das gerade nicht für Sie. Wollen Sie mich rollen? Jetzt müssen Sie erstmal Luft ins Gehirn bringen. Jetzt machen Sie mit dem Panzer mal schön 150 Kniebeuge. Auf geht's. Und 1, und 2, und 3, und 4, und 5, und 6, und 7, und 8, und 9, und 10, und 11, und 12. Lassen Sie die Panzer ganz, Mann! Liebe Zuschauer, wir sind bei unserem Rundgang durch die Altstadt jetzt auf dem Pirnaer Marktplatz gelandet und hier haben wir einen Pirnaer gefunden, der richtig sportlich ist. Darf ich Sie kurz fragen, was denn Ihre sportlichen, kulturellen Highlights in diesem Herbst sind? Ganz klar, das Locktoberfest im Hanno in Pirna am 7.11. Dafür halte ich mich fit. Tja, und das sieht ja auch richtig professionell aus, was Sie hier machen. Sie kommen sicherlich aus einer ganz, ganz sportlichen Familie, oder? Sehr gut beobachtet, Sportfreund. Mein Vater war der Holzmichel und meine Cousins sind Aluminiummichel, Plastemichel. Ich selber heiße übrigens Elastemichel. Sieht man doch, oder? Ja, vielen Dank. Dann machen Sie sich noch fit und sportfrei. Dankeschön. So eine außergewöhnliche Erscheinung sieht man ja in Pirna nicht allzu oft. Darf ich fragen, sind Sie der Yeti? Ja. Wie kann man Sie in Pirna treffen, Mensch? Also, das ist ganz einfach. Am 7.11. ist im Hanno das Locktoberfest, ne? Und die Escobar hier, ne? Die macht da die Gastro. Und da dachte ich, ich teste das einfach mal. Denn so ein leckeres Augustiner und so ein Leberkäsebrötchen gibt's da nämlich auch. Tja, da wünsche ich ja einen guten Appetit. Lecker.
Liebe Zuschauer, eins ist mir klar geworden. Ich weiß ganz genau, was ich am 7.11. mache. Nämlich zum Loktoberfest gehen im Hanno in Pirna. Karten gibt's beim ESV Lok oder bei der Escobar. Weitere Infos unter lokfasching.de. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns beim Loktoberfest.